Hallo Horror Freaks. Heute schauen wir uns den 90er Jahre B-Horrorfilm Brainscan an. Dieses wenig bekannte Machwerk hat versucht, an die Erfolge von berühmten Genre-Klassikern wie Nightmare on Elm Street oder Hellraiser anzuknüpfen. Freddy ist tot, Jason ist erledigt, Chucky ist out. Erleben Sie die neueste Kreatur des Horrors, Trickster. Alles, was Sie verlieren können, ist Ihr Verstand. So zumindest pries es uns das Cover der VHS-Kassette 1994 in den Videotheken an. Große Worte. Mal sehen, ob der Film halten kann, was er uns hier so großspurig verspricht. Unser Hauptcharakter ist Michael Brower, ein horrorfilmbesessener Teenager, gespielt von Edward Furlong, dem 3 Jahre gealterten John Connor aus Terminator 2. Jetzt ist er in der Pubertät und hat die typischen Hobbys für einen Jungen in seinem Alter. Horrorfilme, Videospiele, Computer und selbstverständlich Mädchen. Speziell seine Nachbarin Kimberly hat es ihm angetan. Moment, was soll das denn jetzt werden? Echt jetzt? Eine Kamera? Okay, du hast soeben offiziell die Grenze von leicht verschroben zu überaus gruselig überschritten. Von seinem besten Freund Kyle erfährt er von einem neuen interaktiven Videospiel namens Brainscan. Michael kann nicht widerstehen und bestellt sich das Spiel. Damals gab es noch kein Amazon, daher bestellt er es über die Telefonhotline. Bereits hier passieren seltsame Dinge, die ihn eigentlich stutzig machen sollten. Als er das Spiel mit der Post erhält, legt er die Disc direkt ein und ist erstaunt, als eine Stimme erläutert, dass das Spiel eine Art Hypnose beim Spieler anwendet, um ihn ins Spielgeschehen hineinzuziehen. Michael lässt sich aber dennoch darauf ein und begibt sich in einer Art Trance zu einem Nachbarhaus mit der vom Spielleiter vorgegebenen Aufgabe, einen Mord zu begehen. Nimm ein Messer. Tatsächlich tötet er den friedlich schlafenden Mann und holt sich zudem noch ein paar Extrapunkte. Wieder aus der Trance erwacht, meint Michael zunächst, der Mord sei nur eine sehr realistische Simulation innerhalb des Spiels gewesen. Bei dem Toten handelt es sich um den 42-jährigen William Tapps, der im Schlafzimmer seines Hauses aufgefunden wurde. Schnell bekommt er aber mit, dass er den schrecklichen Mord wahrhaftig begangen hat. Kurz darauf erhält Michael Besuch vom Spielleiter selbst. Dieser trägt den Namen Trickster und mutet an wie eine Mischung aus Alice Cooper und Freddy Krueger. Fortan treibt er Michael dazu, das Spiel immer weiter zu spielen. Du hast alles eingefädelt. Was? Du trägst für alles die Verantwortung. Sie konnten mir doch gar nicht. Nachdem er die zweite Disc gespielt hat, um den Zeugen zu beseitigen, muss er erfahren, dass er seinen besten Freund Kyle getötet hat. Auch danach findet Michael keine Pause, denn nicht nur der Trickster drangsaliert ihn ständig, um ihn dazu zu bewegen, die nächste Disc zu spielen. Ich bin zurück. Nein, auch der Polizist Hayden ist ihm dicht auf dem Fersen. Gespielt wird der Detective vom preisgekrönten Charakterdarsteller Frank Langella, den viele als Richard Nixon oder auch als Skeletor erkennen könnten. Ob die Polizei Michael auf die Schliche kommt und ob dieser sich den weiteren Anweisungen des Tricksters widersetzen kann, will ich an der Stelle noch nicht verraten. Brainscan ist Science-Fiction-Horror, der etwas frischen Wind ins damals bereits verstaubte Genre des übernatürlichen Slasher-Films bringen sollte. Aber trotz teils gelungener Splatter-Einlagen kommt der Streifen im Großen und Ganzen immer noch viel zu zahm daher. Auch der Trickster, der einen ganz spaßigen Bösewicht abgibt, kann mit Vorbildern wie Freddy Krueger weder vom Unterhaltungs- noch vom Splatter-Faktor her mithalten. Hi Mike, ich musste eine Kleinigkeit essen, das durfte ich doch. Auch die eher schwache Story trägt ihren Teil dazu bei, dass Brainscan mit nur 5 von 10 möglichen Punkten Vorlieb nehmen muss. Abschließend sei aber noch gesagt, dass Brainscan für Fans von B-Horror-Filmen der 90er ein zumindest einmaliges Ansehen wert ist. Nicht zuletzt aufgrund des hervorragenden Grunge- und Metal-Soundtracks, auf dem damals zeitgenössische Interpreten wie White Zombie, Mudhoney, die Butthole Surfers oder Primus vertreten sind. Ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Dan's Freak Show.
Ich habe hier etwas sehr Schönes. Aufhören! Aufhören!